Streaming-Insel, wie Big Brother, nur an Palmen werden die ganzen Kameras. Du meinst, die Leute wollen dich im Sommer oben ohne sehen? Ich kann auch auf Schlo Island auch ein T-Shirt anhaben. Ja, und dann hätte ich einen Rolls-Royce, der mich immer von links nach rechts fährt. Wie tanken den Rolls-Royce auf deiner Insel? Wie tanken die auf den Malediven denn die Jetski? Ach so, mit Benzin. So, und damit einen wunderschönsten guten Tag, ihr Lieben. Und da ist auch Tinker reingeschlumpft. Moment, wir gucken mal, ob wir sie hören können. Pest? Ja. Da kommt was. Ah ja, okay. Hallo. Oh nee, die Katze. Na? Da fängt ja gut an. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was diese Katze gestern gemacht hat. Ich sitze gestern auf Terrasse, bin eine am Rauchen. Ja, da hast du hingekackt. Ja. Hab ich weggemacht. Riecht das noch? Und dann müsst ihr euch vorstellen, draußen lag so eine Rolle. So ein wie heißt das? Black Roll. Aber eine kleine. Faszienrolle. Faszienrolle. Also darauf legst du dich, also mit deinem Rücken drauf, wenn du irgendwie verspannt bist oder so. Frag mich nicht, warum die bei uns auf Terrasse liegt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die da hingekommen ist. Auf jeden Fall läuft Kiro am Tisch draußen entlang und tritt mit der Hinterpfote auf diese Rolle. Diese Rolle bewegt sich, er dreht sich um, sieht, dass diese Rolle sich bewegt, die er selber angeschubst hat, und gerät auf einmal in Panik. Springt also mit dem Kopf vor den Tisch, merkt, scheiße, da komme ich nicht lang, da steht ein Tisch, geht zwischen die zwei Sofas, die draußen stehen, ist er in der Ecke, springt wie ein Flummi von links nach rechts, springt aus der Ecke wieder raus mit dem Kopf wieder gegen den Tisch, springt einen halben Meter in die Luft, springt in den Garten und rennt rein. Sein armes Baby. Und ich denke mir, Bruder, du hast es selber angestoßen. Was bist denn jetzt so? Ich kann das doch nicht wissen. Wenn du drei Dinge deinem Vergangenheits-Ich, also in die Vergangenheit reisen könntest und drei Dinge deinem Vergangenheits-Ich sagen könntest, was würdest du tun? Und da waren super viele, die irgendwie geschrieben haben, so, mach das nicht oder mach so weiter. Und ich habe mir gedacht, ist doch Schwachsinn. Also wie oft hat meine Mama zu mir gesagt, mach das und das nicht? Und ich habe es trotzdem gemacht. So, kauf dir keine Buffalos. Und ich dachte, ey, Buffalos, beste Idee. Das heißt, ich würde ja auch nicht auf mein Zukunfts-Ich hören, weil du hast ja deinen eigenen Kopf. Nee. Weißt du, was ich tun würde? Hä? Es kommt halt noch hinzu. Jetzt kommt einer und sagt, ich bin dein Zukunfts-Ich. Das glaubst du dem ja nicht. Naja, also guck mal, wenn auf einmal jetzt einer durch die Türe kommt, ja, und die sieht exakt genauso aus wie du, also dein Spiegelbild quasi. Naja, aber du siehst ja mit 11 ganz anders aus wie, oder mit 16 wie, ganz anders, aber schon ein Stück anders, ja, gut, als Erwachsener. Aber wenn du jetzt kommst, nur 10 Jahre älter, und kommst auf einmal die Türe rein. Ja, aber dann würdest du dir sagen, mach das genau so, also da, weißt du, was ich tun würde? Ich würde mir die drei größten Lotto-Jackpots sagen. Ich bin doch der Mensch geworden, der ich bin, aufgrund von dem, was alles passiert ist. Aber stell mal vor, du kommst rein, 10 Jahre älter, du würdest auf jeden Fall das machen, was dein Zukunfts-Ich sagt. Weil das ja bedeutet, dass die Zukunft so weit ist, dass du in die Vergangenheit reisen kannst. Und das bedeutet, wenn du zurückkommst, um dir das zu sagen, mach das und das nicht, hat das so elementare Auswirkungen auf irgendetwas, ja, auf zum Beispiel, du hast die Welt zerstört oder sowas, sodass du auf jeden Fall... Ja, aber was würdest du deinem Zukunfts-Ich sagen mit darauf, mach's nicht mehr oder mach's auf jeden Fall? Na, ich würde mir auch die Lottozahlen sagen. So, weil so Dinge wie, weiß ich nicht, verbringt mehr Zeit mit deinem Opa, hatte irgendwie einer geschrieben, und mein Opa ist auch schon da oben und passt auf mich auf, das sagt man sich immer. Ja, ich bin der Mensch, der ich bin, weil alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, und ich mag mich. Ich würde mir die Lottozahlen sagen. Ja. Aber wenn du dir drei Sachen sagen kannst, würde ich mir dreimal die Lottozahlen sagen. Wahrscheinlich. Ich würde mir von meiner Ex abraten. Außer natürlich, also wenn halt wirklich jetzt ein Ich reinkommt, welches mir sagt, Alter, kauf Bitcoin. Geh an dem und dem Tag nicht da und da hin, dann würde ich da nicht hingehen, weißt du? Weil es hätte ja, also es muss ja so krasse, elementar heftige Auswirkungen gehabt haben, dass ich da hingegangen bin. Aber da hätte, also ich habe überlegt... Wie zum Beispiel, dass ich aus Versehen
radioaktives Mittel umgestoßen habe und hätte... Das sind jetzt Beispiele, die nicht passiert sind. Aber ich habe überlegt, also natürlich hat man Höhen und Tiefen in seinem Leben erlebt. Und ich habe überlegt, gäbe es was, wenn ich wirklich nur drei Dinge mir sagen könnte, wo ich sagen würde, das auf gar keinen Fall. Und ich finde das echt schwierig, weil, wie gesagt, ich bin ja... Hier, stell dir mal vor, ich würde meinem 18-jährigen Ich sagen, zieh nicht wegen dem Typen nach Dortmund. Ja, ich bin damals wegen dem Typen nach Dortmund gezogen. Dann hätte ich, wäre ich vielleicht heute gar nicht hier, weil ich du nicht das studiert... Du hattest schon immer einen Favel für die Typen hübschen Männer aus NRW, oder? Ja, absolut. Du schimpfst immer so auf NRW, aber am Ende des Tages kommen da die bestaussehendsten Kerle her. Das ist nämlich das Ding. Das hat eigentlich einen anderen Grund. Die sind, weißt du, die aus NRW sind intelligenzmäßig nicht ganz auf der Höhe. Das heißt, ich habe die besten Chancen, die zu manipulieren und dahin zu drücken, wo ich sie haben will. Und dazu sehen der ein oder andere noch ganz gut aus. Die besten Kerle. Scheiß drauf. Sie hat gesagt, wir sehen gut aus. Ganz viele Dinge. Wenn du die wirklich änderst, kommst du vielleicht gar nicht dahin, wo du bist. Und Kleinigkeiten, die man mittlerweile so hinter sich und durchgestanden hat, das würde man auch nochmal schaffen. Aber stell dir vor, du sagst deinem früheren Ich, kauf Bitcoins. Ja, und? Ich hätte, also zu der Zeit, wo ich hätte Bitcoins kaufen können, hatte ich gar kein Geld, um Bitcoins zu kaufen. Oder spiel im Lotto oder so. Also das wäre, das Schlimmste wäre ja, wenn du weißt, wie der Bitcoin sich entwickelt. Du kannst ihn nicht kaufen. Und du kannst ihn dir einfach auch nicht leisten, obwohl er gerade günstig ist. Und du stehst da und denkst dir, alles klar, ich hätte jetzt die Möglichkeit... Was kostete so ein Bitcoin früher? Milliardär zu werden. Was kostete so ein Bitcoin früher? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Aber ich sag mal... 100 Euro, ein paar Cent, die hattest du. Früher 100 Euro. 2000 Bitcoins, 20 Euro. Ja gut, das würde ich dann auch... Das hättest du dir leisten können. Was hat man die da mittlerweile verkauft? Für 5 hatte man 100 Stück. Bestimmt ein Bitcoin 15k. Aber ändert Geld nicht auch unsere Entscheidungen? Das ist eine gute Frage. Bestimmt würde es das auch... Also wenn ich mit 18 Milliardärin wäre, hätte ich bestimmt auch einige Entscheidungen nicht so getroffen. Klar ändert Geld unsere Entscheidungen. Überleg mal, ich würde heute nicht von hier streamen, sondern von meiner eigenen Insel. Schlo Island würde das heißen. Schlo Island? Ja. Schleiland. Nein, Schlo Island. Schleiland. Und das wäre die Streaming-Insel, wie Big Brother, nur an Palmen wären die ganzen Kameras. Du meinst, die Leute wollen dich im Sommer oben ohne sehen? Ich kann auch auf Schlo Island auch ein T-Shirt anhaben. Das heißt es. Ja, und dann hätte ich einen Rolls-Royce, der mich immer von links nach rechts fährt. Wie tanken den Rolls-Royce auf deiner Insel? Wie tanken die auf den Malediven denn die Jetski? Ach so, mit Benzin. Im Hallenbad tinkert zu den anderen Frauen, schaut weg, nur meiner. Das ist der gute Vorteil, dass wir nicht in den Hallenbad gehen. Boah, ich hasse, boah Leute, wirklich. Ich finde das so ekelhaft. Boah, das ist wirklich Hallenbäder, ne? Boah. Hallenbad. Ich weiß nicht, wie lange ich nicht in einem Hallenbad gewesen bin. Überhaupt Schwimmbad. Das könnte, also zum einen kommt es daher. Waren wir einmal schwimmen, dass seit wir einer meiner sind? Besten also in einem Schwimm- Freunde Bademeister war. Und wenn du in deinem Freundeskreis einen Bademeister hast, dann gehst du in kein Hallenbad mehr. Ich schwöre es euch. Und das andere ist... Fußpilz. Ja. Warzen. Ja, ja. Haare. Ja, ist... Nein. Doch, dann wickelt einfach sich so ein Haar von irgendjemandem um dein Zeh oder so. Einfach kein Hallenbad. Alleine, wenn ich mich daran erinnere, das Schlimmste in einem Hallenbad ist... Ist gar nicht das Becken an sich oder das Schwimmen oder das Wasser, sondern wisst ihr, was die schlimmste Stelle in einem Hallenbad ist? Diese kleinen Pfützchen neben dem Becken, wo du durchläufst, um zur Umkleide zu kommen. Da haben dann schon 300 Leute haben ihren Fußpilz in diesen Pfützchen verteilt. Und du musst da durchlatschen. Also ich muss in keinem Hallenbad schreien, ist meiner, weil wir da nicht... Waren wir jemals schwimmen, seit wir zusammen sind? Nein. Nee, ne? Doch. Wo? Warte, ich muss überlegen, ob das mit dir war. Das war mit der Ex. Nein, 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 wir sind... Nee, mit meiner Ex war ich auch nicht schwimmen. Aber wir waren halt schon mal mit Kollegen im Spaßbad oder so.
Waren wir nicht? Nee. Nee. Ich glaube auch nicht. Also nein. Wir waren im Urlaub, natürlich im Pool draußen. Ja, aber draußen, ich glaube, wir waren noch nie... Und das, was geschrieben wird, in einem See schwimmen, ist deutlich angenehmer, finde ich. Finde ich halt auch. Wo ganz viele sagen, See. Ich finde halt im See schwimmen nicht schlimm. Er lästert nur, weil ich nicht schwimmen könnte. Ich kann sehr gut schwimmen. Also ich finde auch im See schwimmen tatsächlich nicht so geil. Also ich finde generell Schwimmen auch einfach nicht so geil. Ich liebe Schwimmen. Ich liebe Schnorcheln. Schwimmen ist so... Ja, ich weiß nicht. Also wenn du das als Sportart machst, dann finde ich das noch cool. Aber wenn du einfach so... Ja, du gehst ja nicht schwimmen, du gehst ja planschen, rutschen, Spaß dich hin haben. Schwimmst ist halt, da mache ich lieber meinen PC an und zocke eine Runde. Das, wenn ich den Grund nicht sehen kann beim Schwimmen. Das finde ich beim Tauchen, also ich tauche nicht, ich schnorchel, das finde ich beim Schnorcheln gruselig. Solange ich über den Riffen oder an den Riffen entlang schnorcheln kann und ich sehe alles, ist alles super. Aber es kommt ja irgendwann bei jedem Riff der Punkt, wo es tief runtergeht und dunkelblau wird. Und da drüber schnorcheln ist bei mir immer so, also ich habe es letztes Jahr gemacht, das Jahr davor habe ich mich gar nicht getraut, dieses Jahr habe ich mich viel mehr getraut, weil es auch echt interessant ist, aber wenn du dann in dem Dunklen irgendeinen Schatten rumschwimmen siehst, ist wahrscheinlich nur ein großer Fisch oder so, aber das ist bei mir so, Jason, danke, dann schwimme ich wieder zum Riff zurück. Dogi, danke für 15 Monate. Ja, also dafür bin ich zu sehr PC-Kind, als dass ich schwimmen gehe. So, also wenn ich die Möglichkeit habe, zocken oder schwimmen gehen, dann werde ich halt zocken. Ja, Lisa, das stimmt. Ich könnte den Schwimmsimulator am PC spielen, da sehe ich mich noch. Hier sieht aus mit einer Therme, das ist ja nichts anderes als ein Hallenbad. Was denn das für eine auch das Falle ist, hier? Boah, boah, boah. Ich habe mir mal gedacht, weil ich schwimmen gehen wollte, habe ich mir gedacht, ich miete einfach aber so ein Ding. Das war gar nicht so teuer und ich habe so ein Wellness-Ding habe ich gemietet. Mit Pool, mit Sauna... Und so richtig, so komplett relaxen. Ne? Problematisch wurde es, als wir, glaube ich, herausgefunden haben, dass das eigentlich, wenn man das nicht mietet, ein Swingerclub ist. Wir zwei sehr pingeligen Menschen uns echt geekelt haben. Vor allem in diesem Ding. Das war... Wobei hier in der Schweiz gibt es das. Das kannst du hier tatsächlich... Und das ist aber wirklich nur dafür da. Das kannst du auch mieten. Da hast du eine Dampfsauna. Das ist geil, Sauna, ja, aber das ist auch kein Swingerclub, sondern das ist halt wirklich so ein Wellness-Ding. Und das wird immer, bevor du kommst, einmal komplett gereinigt und nachdem du gehst, wird es wieder gereinigt. Da gehe ich gerne hin, aber ansonsten... Was haltet ihr von Freibädern? Dasselbe, naja, wie gesagt, wenn einer aus deinem Freundeskreis Bademeister ist, dann siehst du viele Dinge mit anderen Augen, weil das, was der dir erzählt, ist das... Eigenen Raum mit Wellness-Optionen, Essen, Trinken, ja genau sowas. Ja. Das ist toll. Bei uns im Preis damals mit drin war ein Abendessen für zwei. In diesem Swinger-Ding. Oh. Also wir wussten ja nicht, dass das, wir wussten nicht, so, dass das sowas, ne, ist. Und die heute da nur nicht bumsen gehen. Wir sind auch ganz schnell wieder gehen, gegangen, als wir das irgendwie für das uns rausgefunden hatten. Weil das jemand gemietet hat. Ein Abendessen für zwei. Freunde, wirklich. Uns wurde die... Papierbestellkarte des örtlichen Pizzalieferanten hingelegt. Mit den Worten, also von diesem Besitzer, der im Haus war, mit den Worten, ja, ihr könnt euch hier alles aussuchen, weil der liefert alles, asiatisch, Schnitzel, Burger. Das sind die besten Lieferdienste, die alles können. Da ist auch alles wirklich hochwertig und lecker. Ja, so habe ich mir den Wellnessabend vorgestellt. Ja. War super. Gut. Interessant war dann, als wir die Kameras an den Decken entdeckt haben. Also nicht an den Decken, sondern versteckt in den Ecken. Mhm. War sehr entspannt dort, auf jeden Fall. War gut. Wir sind dann auch gegangen. Ja, toller Laden. Wir sind ja eigentlich reingeraten. Aber wir sind ja nicht reingeraten, sondern wir haben Bock gehabt auf einen Wellness-Tag. Wir wollten einfach einen schönen Tag verbringen und wollten eben nicht in so eine Therme, weil wir uns davor ekeln, und haben was gesucht, was eben einfach ein bisschen Sauna, privat ist. Whirlpool, es gibt ja viele solche Angebote. Essen. Und da haben wir eins davon gefunden und das hatte eigentlich auch gute Bewertungen. Und deswegen haben wir uns da ein paar Stunden gemietet. Ja. Als wir gegangen sind, hat der Typ uns angebettelt, dass wir doch auf TripAdvisor eine 5-Sterne-Bewertung da lassen sollen. Ja, haben wir nicht gemacht. Haben wir nicht getan, nein. Da wäre ich schon längst abgegangen. Ja, wir sind dann auch wieder... Also, aber am Anfang... Als wir reingekommen sind, war das völlig okay. Und du die erste Stunde erstmal ankommen, ne, sind wir eine Runde geschwommen, waren eine Runde Sauna, so, und dann lagen wir da dann auf dem Liegen und dann fängst du an, ein bisschen dich umzugucken. An alles so zu inspizieren und denkst dir so, hier stimmt was nicht. Irgendwas stimmt hier noch nicht. Irgendwas stimmt hier nicht.
warum fliegt ihr denn nicht einfach nach Dubai? Ja, der Privatjet war nicht vollgetankt. Ja. Deswegen, also normalerweise fliegen wir, wenn wir in die Sauna wollen, gerne nach Dubai. Das Problem ist, der ist nicht aus Gold, sondern der ist vergoldet, weil richtiges Gold zu schwer wäre. Und das muss halt ab und immer zu mal nachgezogen werden. Immer wenn so ein Vogel ne? fliegt, platzt das ab. Und dann deswegen hast du da einen Kratzer im Gold und so. Das war ein bisschen doof. Aber der Privatjet sollte jetzt wieder fertig sein, oder? Also wenn du heute Abend Lust auf Sauna hast, lass uns doch kurz nach Dubai fliegen. Ja, doch, der sollte vollgetankt sein, ja, auf jeden Fall. Was für Sarkasmus, weiß nicht, wovon du redest. Unser Champagner im Mordkeller ist schon übrigens wieder warm. Crash and burn, found myself beneath the empty.